Press any button. Hast du keine Internetverbindung mehr gehabt? Weiß nicht, irgendwie war Verbindung weg. Aber um die eine Frage zu beantworten von Arigator, ja, man hat unendlich Leben. Ah, okay. Wenn man auf Easy spielt. Ja, wir machen lieber Easy. Es ist ja schon schwer genug, weil dieser fucking Hund da irgendwie bei mir kämpft. Ja. Einladung gesendet. So, wir probieren es nochmal. Hoffentlich funktioniert das jetzt ohne Probleme. Jetzt sehen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Ich bin Policeman. Okay. Ja, das stimmt. Jetzt sehen wir auch viel, viel mehr, ne? Ja, ich skip, glaube ich, die Straße lang. Ja, ich laufe gerade weg. Und durch den Boden gebrettert. So. Erstmal dem Pfeil folgen. Zum Fahrstuhl. Ne, hier zur Treppe. Ich kann ja eigentlich schon mal vorgehen, du müsstest ja dann gleich mitkommen. Ja, ich folge gerade den Pfeil. Ja. Nimm mal ein Walkie-Talkie mit, vielleicht brauchen wir das, um den Hund abzulenken. Vielleicht, wenn wir reden über das Walkie-Talkie, dass wir den irgendwie ablenken können, dass wir Krach machen. Ja, ich habe einen Leiter gefunden. Ja. Und dann das wird jetzt klar sein. Ja, die Files haben wir ja schon gelesen, sind ja die Fischchenmonster. Kannst du dir da dein Wasser nehmen, deine Medikamente? So, hier, das ist das Gleit. Nee. 8601. 8601. So. Wenn man weiß, was man machen muss. Jetzt dürfen wir uns halt nicht mehr so verlaufen. Jetzt sind auch bestimmt wieder andere Namen. Aber diesmal wissen wir direkt Namen aufschreiben. Okay. Hab direkt Zettel und Stift ab von mir liegen. Ja, ich habe auch Zettel und Stift. Ah, hier. Ich habe eine Taschenlampe. Aufklebespraydose. Ich will auch eine Taschenlampe. Kann ich vor dem, ja. Okay. Jetzt müssen wir den ganzen Krebs wiederfinden. Alles aufmachen, was du findest. Das ist wie mit dem Kreis gelaufen, ja, natürlich. Und am besten. Am besten auch Schubladen etc. dann auflassen. Das wir wissen, da haben wir schon. Ja, dann mache ich auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob ein paar Sachen einfach wieder zugehen, aber ein paar waren zu und da war nichts drin. Okay. Ich hab Zähne. Das war die Obwohl. Erstmal hier rein. Ich verteile mal Fruchtzwerge-Eis an alle. Ja, dann mach das. Kann ich die. Die Zeit ist entweder 7.35 Uhr oder 1.35 Uhr. Okay. Wenn wir eine Uhr finden. Na, du hast die Zeiger. Nein, ich hab Zähne gefunden. Ach so, hab ich nicht. Ich hab Zeiger verstanden. Das nochmal mit dem Hottehü. Ja, gleich. Ich habe die Karriere und den Uhrzeiger gefunden. Ja, gut. Jetzt musst du noch die Uhr wiederfinden. Ich habe die Tür. Warte mal, da stand irgendwas mit Gemäldelänge angucken. Wenn ich die Tür einfach länger angucke, will die dann echter? Und wie lange ist lange? Oder brauchen wir einfach nur einen Türknauf? Auch rein. Einfach einen Türknauf da dran packen?
gefunden. Ja. Ja, die Leiche und die Videokassette. Ich glaube, die Namen sind eh anders dann, dass das immer random ist. Ja, ich bin wirklich gerade, ja. Ja, hier hinten ist das für... na, Dingens, Kirchen. Wenn wir die Anzüge finden. Marco Oliver. Nagel. Oh nein, jetzt ist der Hund schon wieder direkt bei mir. Es gibt's doch nicht. Carmen Kallach. Kähne. Robert Nillo. Vielleicht durchs Rennen? Kann das sein, dass das Rennen wird? Ja. Oh, ich dachte, er wäre weg. Das gibt's doch nicht. Direkt erstmal wieder gestorben. Ach, guck mal, der ist da. Hello there. Ernsthaft? Okay, ich bin direkt wieder bei dem Smiler gespawnt. Ich habe Zähne, Funk und Hand gefunden. Carmen Kallach. Ich habe nur nichts gefunden. Zähne. Ich bin gestorben. Oh, ernsthaft? Das kann doch nicht wahr sein, die ritt von einem Monster ins nächste. Was haben die gegen mich? Ich habe euch nichts getan. Ja, und hier war ja... Ich hab's Ohr gefunden. Okay, ich habe genug Milch. Du hast jetzt auch eine Monsterbegegnung. Ja. Mein Herz. Dann siehst du mal, wie es mir ging. Die ganze Zeit rennt mir irgendwas hinterher. Wer war's denn? Der Hund? Der Smiler? Oder das Kabelding. Das Kabelding. Ich habe die Nase gefunden. Okay, dann haben wir soweit alle Körperteile. Ich habe den Hammer gefunden. Nice. Weißt du noch, wo das Gemälde war mit dem Pferd? Hello there. Oh, nein. Okay. Weil hier hinten... Oh, ist ja immer noch der Smiler. Geh doch mal weg. Kann die ich laufen? Die Uhr hast du schon. Haben wir die Uhr schon? Nein. Wir haben noch keine Uhr gefunden. Nein, das haben wir noch nicht. Ja. Kann ich jetzt, danke. Ich glaube auch generell dürfen wir nicht so viel rennen, das macht, findet der Hund. Das müssen wir uns nur noch finden. Ich bin jetzt hier, wo der Schatten mit dem Pferd war, wo wir das Rätsel lösen müssten. Ja, den muss ich jetzt gleich mal finden, ne? Ja. Ist jetzt schwierig, haben wir irgendwie einen Wegpunkt, den wir beide kennen oder halbwegs finden können? Ich weiß, wo die Leichen sind. Ich nicht. Aber warte mal, vielleicht finde ich die Leichen. Ich habe ja auch Körperteile. Ah, ich habe die Leichen gefunden. Weg ist es. Ich bin bei den Leichen. Okay, dann komme ich mal zu den Leichen. Da hast du ja den Spind auf, da ist der Hammer. So, jetzt sind wir hier. Da, ja. So, jetzt. Ja, die Nagel? Die muss man ja noch platzieren wegen dem Spiegel. Hier bei Marco Olive. Ach so, der ist aufgegangen. Würdest du bitte? Benutzen. Mirror has broken. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, wo der Spiegel ist, der zerbrochen ist. Oh, warte, wo müssen wir? Hier müssen wir. Ah, nein, nein! Nein, 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 n
Nein, nein, nein. Oh, wo ist der Dude? Hier müssen wir auf jeden Fall lang. Hier ja, durch. Hier links ist Pferd. Ja, hier durch. Hier, die Richtung. Hier oben war das. Wenn ich mich nicht wieder verlaufe, war das hier? Hier müssten jetzt hier lauter... Wände sein? Ja, lauter Tische mit Basen drauf sein. Die waren hier hinten. Wo waren? Hä, waren die nicht hier? Doch hier. Und in irgendeiner Vase ist irgendwas drinne. Aber wenn du Krach machst, kommt der Hund. So ist halt... Ich nicht. Natürlich kommt er bei dir nicht. Wieso kommt er bei dir nicht? Mach Vasen kaputt. Vielleicht war er einfach nur bei mir in der Nähe. Haben wir nicht genug Geduld gehabt. Hier ist auch noch einer. Roter Schlüssel habe ich jetzt. Ein roter Schlüssel. Ah, wir haben da irgendwo eine rote Tür. Ja. Ich weiß aber nicht mehr wo. Oh, hier ist rot, da gehen wir bald dann nicht lang. Hier ist noch ein Dokument. Die ja, das war das mit dem Hammer. Ja, aber die anderen braucht man jetzt nicht kaputt machen. Nö, können. Es ist ja wahrscheinlich nur eine Sache drin. Wir den Ausgang finden. Du kannst außerdem, wenn du noch brauchst, Pillen und so weiter auffüllen. Hier waren ja überall lauter Zeug. Ausweiler. Nee, da ist ein Zahlenschloss. Ich habe aber den Code noch nicht gefunden. So einen Zahlencode eingeben, aber ich weiß nicht welchen. Vielleicht finden wir den ja noch. Jetzt müssen wir halt die rote Tür finden. Ist auch so ein... Lauf erstmal in den Smiler rein. Ja, warum auch nicht? Such du weiter die rote Tür, ich folge dann. Die rote Tür war, soweit ich weiß, irgendwie in die richtige Seite. Ich kann es dir nicht sagen, ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin schon wieder am Anfang. Ich höre jetzt immer einen Frauen schreien. Was soll denn das? Das war vorher nicht da. So schreit hier jemand. Oh, ich habe einen Schalter. Lol. Ich habe irgendeinen Schalter. Oh, ah, hier ist noch einer. Hier hinten war ich noch nicht. Ist der Weg jetzt neu frei geworden? Ich habe zwei Schalter umgelegt. Gibt's noch einen dritten? Ich habe dich nicht angeguckt. Wieso tötest du mich? Da hinten ist noch ein Schalter. Da ist noch ein Schalter. Hier sind noch einige Schalter und hier ist eine Tür. Hier ist die rote Tür. Ah, bist du schon durch? Ja, ach, hier sind lauter Gemälde. Irgendein Gemälde hat ein Geheimnis. Das musst du dir genau angucken. Und erstmal meine Lebenstür wiederfinden. Da. Welches ist das? Hat das den Code für das Schloss? Ja, wir haben einmal Code mit einem Schloss und ein Schlag, wo Buchstaben sind. Ja, dann schreibt die mal auf. Und wir müssen herausfinden, wofür die sind. Ich habe halt hier jede Menge Schalter, die lege ich mal um. Ich versuche es, ohne zu sterben. Es gibt mehrere Hebel, aber nur drei können gleichzeitig betätigt werden. Oh, fuck, sind... Ernsthaft? Soll ich denn herausfinden, welchen die richtigen sind? Okay, ich habe eine Kiste offen. Ja, was ist drin? Mottenglas habe ich gefunden. Ein Mottenglas? Und Sicherungen habe ich gefunden. Vier Stück.
Okay, so nur rausfinden. Ich habe meine Schalter wieder verloren. Die waren irgendwo bei dem Fernseher, aber ich finde den nicht mehr. Ja, hallo, da war gerade ein Monster. Erschrocken. Sorry. Und hier war das mit der Bilderrätsel. Und daraus Ja. kam Clown. Ja, dann hast du das ja. Geht's hier noch weiter? Da hinten ging es nur um eine Kiste. Und da waren nur eben halt die Sicherungen drin und das andere. Ja. Clown. Da war alles leer. Ach, kein Dings mehr. Okay. Dann wir haben ja noch eine Kiste. Ich weiß Ja, nicht. da ist ja vierstelliger Code, ne? Ich weiß es gerade nicht. Wie haben wir das jetzt gelöst? Ich muss jetzt meine Schalter wieder finden. Boah, es ist hier rot. Da heißt es, das Viech kommt wieder. Lauf! Lauf um dein Leben! Kommt es? Ich muss Kommst du oder laufen. kommst du nicht? Weg abgehauen. Okay. Seit ich mir, wo der Raum bei dem Fernseher war, da war auch ein neuer Raum mit den Schaltern. Der Fernseher, der möchte. Aber ich weiß nicht mehr. Hier? Nee, das ist zu weit. Der war da nicht. Ey, stressig. Ja. Aber mir fällt gerade auf, ne? Sind alles wieder bei den Leichen. Ich lande immer wieder bei den Leichen. Da will ich nicht hin. Ich will den Fernseherraum finden. Wir können jetzt nämlich. Wir sind zu zweit. Hier hinten ist irgendwo eine Tür, wenn der Hund weg ist. Ah, ich bin gerannt. Nein, das war ein Fehler. So, einer muss zur Tür und einer muss Schalter bewegen. Vielleicht geht ja, wenn man einen Schalter umlegt, bei der Tür irgendwas auf. Muss erstmal das benutzen. Erstmal das benutzen. Und was ist eigentlich dieses Meiler Hund. Info? Energieboost. Jetzt ist wieder alles hier. Am besten nicht rennen, wenn der Hund in der Nähe ist. Das merkt der. Ich halte mich selber nicht dran und sterbe dann immer. Hello there. Ich smile, ich habe in die andere Richtung geguckt. Was willst du denn von mir? Soll ich doch nur nicht angucken. Sind da zufälligerweise Farben? Ich weiß es nicht. Ich kam zu der Tür noch nicht lebend. Ich weiß, da ist eine Tür, weil ich die tot gesehen habe. Aber ich hatte einfach davon, dass sich einer hinstellt und der andere die Hebel drückt und entweder geht ein Licht an und aus. Oder ist meiner Tja. geht gerade richtig einer auf den Keks, ne? Ja, ich bin jetzt auch schon zigmal wegen dem gestorben. Zum Beispiel, ich gucke ihn nicht an, dann töte mich trotzdem. So. Hier hinten ist eine Tür. Da, ja, da ist eine Tür. Einer, Ja. zwei sind grün und einer ist rot. Einer bleibt hier stehen und der eine legt Schalter um. Wer macht wer? Dann komm, stell du dich hin. Ich weiß, wo ein paar Schalter sind. Du sagst mir einfach, ob irgendwas grün oder rot wird. Okay. Ach so, ich hab. Oh, okay, wir müssen erstmal die Schalter zurück, die grün sind. Okay, hier. Hat sie was getan? Oh, mich rot.
Also, okay, dann war das der richtige. Jetzt ist er wieder grün. Ist grüner rot geworden? Nick parkiert. Okay. Dann nicht ganz Schalter, der unwichtig war. Dann haben wir schon mal beide richtige an, weil wir hatten zwei grüne. Mhm. Dann war und das. Angeboten. Ja. Wenn ich den ausmache, müsste rot werden. Ja, der rot. Okay. Warte, jetzt weiß ich wieder nicht. Den hatte ich gedrückt. Den da. Ah, ja, oh, es hat gepiepst. Okay. Hinter dir ist ein Smiler. Der taucht gerade auf. Schnell weg hier. Ah, die haben wir gebraucht. Nimm einen. Ja, wir brauchen wir hier Ausrüstung, Ausrüstung, alles mitnehmen. Ja, du brauchst so eine gelbe Kiste und so ein hab ich ja. Sauerstoff. Die müssen wir dann, kann man die anziehen, benutzen? Ja. Benutzen. Und benutzen. Weil das, da wo wir hingehen, ist radioaktiv.